Geil. Du machst das richtig. Der Queen muss ja schlecht geworden sein. Also ich ehrlich? Ja, ja. Bei mir ist auch gleich soweit. Boah, dümmer. Das ist schon der Wahnsinn. Das ist aber nett, dass ihr uns hier eskortiert, ne? Das ja. Finde ich total super. Wir sind leider ein bisschen spät dran, aber wir können los. Ja. Der alte Sünder zeigte auf voll, mein junges Herz geigte in Do und Moll. Ich sah zwei Ringeläckchen, bom, 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 bom. Die läuteten wie Glöckchen, komm, komm. Komm. Pass auf, dass du hier bremst, Christo. Ich habe Angst, dass wir mit unserer... Nichts mit Bremskraft verstärken. Diese tierischen Steigungen und Abwärtsfahren hier gar nicht gebacken kriegen. Da könnt ihr nicht fahren. Doch. Jetzt können wir einen Anschiss. Das sind nicht schön. Ne? Ja, schön, wir verstehen das. Ne? Tschüss, danke. Ja. Glück gehabt. Ja, der Heinde ist ja tolerant. Ne? Jetzt kommt die Polizei. Da steht der Schmier. Ne? Jetzt gibt es die Schmier, aber die tun Rauche. Die Schmier. Das ist auch ein anderes Verfahren. Ne? So. Gehen wir dazu. Alte Jutta, schönen Tag noch. Da ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Oh, mein lieber Scholli. Ich hätte sich die Reifen abpellen hier von den Felgen. Oder so. Das kann sein bei der Hitze. Der Queen muss ja schlecht geworden sein. Ehrlich? Ja, ja. Gut, der hat ja Ledersitze im Rolls-Royce gehabt. Der war da nicht so schön, das war ja abwaschbar. Aber der soll überrannt geworden sein. Bei mir ist auch gleich soweit. Oh, das ist doch der Wahnsinn. Oh. Ja, das geht noch, wird noch steiler. Ja. Oh. Wir heizen hier aber auch. Wir heizen ja, aber mit, wirklich. Wir fahren mit, ja. Nein, wir rasen ja. Mit 30 heizen wir. Ja, der Motor ist halt schon alt. Das würdest du machen. Passt zu. Das ist eine alte Karre. Oh, jetzt geht eine ganz scharfe Kurve. Jetzt muss ich aufs Drehen schauen. Boah. Er gibt alles. Ja, wir beide, wir drei. Jetzt könnt ihr schon wieder so eine Kehre. Das ist hier alpin, so, ne? Mein lieber Mann. Oh. Aber mir wird auch warm, du, ohne Servolenkung. Ja, ne? Das merkst du denn? Ja, das merkst du. Servolenkung war aus. So. Hier ist das Kontrollhäuschen. Ja, hier wurde damals der Personalausweis verlangt von Brezhnev. Ne? Genau. Und der ganze Petersberg ist auch eingezäunt hier oben. Ja, ja. Da kann man noch Kongresse machen, ne? Wenn man treffen will. So G7. Die Landschaft ist so schön, ne, dass man fast nicht aushält. Ne? Ja. Es schmerzt schon fast, das Schönste. Ja. Woher kommt eigentlich dein Vorname Maria? Ist der erfunden oder hast du den wirklich bekommen? Markus Maria. Nee, ich bin der letzte von 6 Kindern. Ja. Und wir sind bis auf den ersten sind wir alle in Bonn im Marienhospital geboren. Ach, deshalb. Und das war von Nonnen geführt. Ja. Und es war immer dieselbe Nonne, die entbunden hat. Ja. Und meinte dann, nachdem mein Vater gesagt hat, der sieht so markig aus, weil ich fast 12 Pfund gewogen habe bei der Geburt. Wirklich wahr. Und so riesig war, der sieht sehr markig aus, der heißt Markus. Und dann sagte die Nonne, Frau Prophetisch, der ist doch bestimmt jetzt das Letzte. Ne? Heute ist Maria-Verkündung. Wäre nicht Markus Maria schön. Ja. Also das ist von der Nonne kam das her. Ach so, ist doch super eigentlich, ne? Passt. Klingt doch viel interessanter als Markus Prophetlich. Karl-Heinz Prophetlich. Ja, Karl-Heinz ist auch gut. Ja. Karl-Heinz ist ein toller Name. Aber sag mal, das Katholische hast du aber doch dann übernommen, würde ich sagen. Du bist doch katholisch aufgewachsen, ne?
Richtig, oder nicht? Meine Eltern waren jetzt nicht so die Gläubigen, die waren so die personifizierte Nächstenliebe. Ja? Zu denen konnte jeder kommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. Weil mein Vater war der Einzige, der so einer von den wenigen, der ein Auto hatte in Gienenberg. Ah. Das waren so Krankenfahrten, waren das öfter mal drin. Und das wurde halt wirklich jedem geholfen, der ankam. Und so bin ich erzogen worden. Und die katholische Kirche war natürlich Pflichtprogramm in der Schule mit Gottesdienst, ja. Schulgottesdienst, ja. Und Kommunion gehen und danach zur Beichte gehen. Messdiener warst du doch auch, oder? Nee. Nicht? Nee. Ich auch nicht. Nee. Hast du keine Lust gehabt? Nee, hat mich nicht interessiert. Nee? Ja, mich auch nicht. Interessiert. Meine Eltern haben gefragt, willst du Messi? Ich sag, nö. Mir kam schon so Respekt vor, ja. Weil man musste jede Woche einmal zum Beichten gehen. Wenn du nichts hattest, was, ja. Das haben die dir nicht geglaubt. Dann sind wir vorhin in Tante-Emma-Laden gegangen, haben was geklaut, damit wir da was zu beichten hatten. Damit er eine Sünde zu bieten hat. Ja, ne? Ja, man muss ja auch den Pasteuren was bieten. Ja, natürlich. Ne? Du kannst ja nicht hinhören, ich habe nichts, dann sagen die, aber so viel sitze ich dann hier. Verloren, ja. Ja, ja, schon so, eine Sünde. So viel sitze ich dann hier. Ne? Genau, das war dir aber dann doch irgendwie suspekt. Du hast ja später gewechselt. Ja, ich bin Religionsanbieter. Genau. Bin dann zum CVJM gekommen, als wir dann umgezogen sind nach Siegburg. Als dann vier von den sechs Kindern ausgezogen sind, haben meine Eltern gedacht, nee, Haus wird verkauft, damit ich dann nachher dann drum prügeln muss und so weiter. Haben das leider das Geld dann bei Gerling angelegt. Ah! Und weg war es. Großer Fehler. Ja, wussten wir ja nicht. Nee. Und dann bin ich mit dem CVM in Berührung gekommen, CVM in Siegburg, und die waren halt echt cool drauf mit so Disco-Abenden und so weiter. Und wenn du so als Junge vom Dorf da kommst, dann ist das natürlich die weite Welt. Ja, ja, klar. Und da kam ich so dann mit in Berührung und habe dann auch so Kinder- und Jugendfreizeit mitgemacht als Mitarbeiter. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da ist auch so mein künstlerisches Ähnlichen geplatzt, sag ich mal. Ach so. Ja. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche, wenn man jetzt mittendrin ist? Du kannst das ja beurteilen, du hast ja beides erlebt. Kein großer. Alle stehen darauf, dass sie der einzig wahre Glauben sind, ja. Was Quatsch ist. Der normale Glaube. Ja, genau. Ne? Was Quatsch ist, wir glauben an denselben Gott. Und der eine liegt so aus, der andere liegt so aus. Deshalb, ich bin jetzt in der Freikirche drin. In der Freikirche? Da geht es etwas lockerer zu. Ja, ehrlich? Ja. Ich dachte, die wären strenger. Nee. Ach, das hier ist was Neues, was ich erfahre. Da gibt es wirklich auch heftige Freikirchen. Ja, die evangelikale und so. Ja, die aber auch so schwul sein als Krankheit und sowas titulieren. Ja. Und die Erde ist erst 5000 Jahre alt. Ist nicht mein Ding. Nee, ne? Ist nicht mein Ding. Nee. Das muss schon lockerer zugehen, freier zugehen. Deshalb Freikirche. Ach so. Das Leben nach dem Neuen Testament. Und welche Kirche ist das denn jetzt? Wie heißt die? CCT, das Christuszentrum Troisdorf. Ach so, Wahnsinn. Aber du bist ja auch Comedian. Comedians verarschen ja oft die Kirche. Ne? Ist das ein Widerspruch? Hemmt dich das irgendwie? Nein. Nee? Ich kenne ein Foto von dir, du bist als Nonne verkleidet. Als Konkon tanzende Nonne. Ja. Ja, genau. Nee. Ich habe ja mit meiner Frau auch zusammen so ein christliches Comedy-Programm, wo es auch heftig zugeht. Da müssen die Erzkatholen, ich glaube, die laden uns nicht ein. Nee. Aber wir denken schon, dass Jesus auch Humor hatte. Schließlich hat er sich Wasser ja auch nicht in Buttermilch verwandelt, sondern in Rotwein. So. Das ist ein gutes Schlusswort. So. Danke. Wir sind soweit, wir können los. Ja. Ne? Also mal nett, dass wir uns hier eskortieren. Ne? Das finde ich total super. Entschuldigung, wir sind leider ein bisschen spät dran, aber wir können los. Ja. Ne? Ja. Für wen ist das denn heute? Übung. Ach so. Ja. Können wir jetzt hinter Ihnen herfahren, als wenn wir die Staatsgäste wären? Dürfen wir das? Ganz vorne ist der Chef. Ja? Ja, gut, komm, dann probieren wir. Nur ein kleines Stück. Guten Tag. Dürfen wir hinter Ihnen herfahren, wenn Sie jetzt hier runterfahren? Ist das erlaubt? Bitte? Hinter der Kolonne. Ja, super. Machen wir das. Danke. In der Mitte, genau. In der Mitte. Super. Ja, ich habe mir mal was einfallen lassen.
Ja. Es ist besser mit Eskort. Ja, ja, sicher, sicher. Wie kann die Polizei verlangen, dass wir zwei jetzt auseinanderjohn, wo mir hier friedlich schon und singen Lieder von der Liebe und vom Mai. Nur weder jähen ist, das ist der Polizei. Nur weder jähen ist, das ist der Polizei. Ich muss sagen, die Marke fällt mir nicht. So BMW habe ich kein Verhältnis zu. Nee? Nee. Was soll denn sonst fahren? Ein Herkules oder? Ja. Solex. Solex. Mit Frontantrieb. Ja, ne? Sicher. Aber die können das. Ne? Ich muss sagen. Ja, kann man nicht meckern. So, nicht zu sehr rechts außen, hat man ja bei der Polizei immer Angst, dass sie zu weit rechts sind. Ne? Ja. Aber sie fahren alle schön in die Mitte. Schön mittig. Ja, 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 in der Mitte der Gesellschaft, das ist gut. Dankeschön! Das war jetzt geil mit der Polizei. Das war aber was. Ewig wert am längsten. Glaubst du, dass Gott Humor hat? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Guck uns an. Ja.